Ja, Leute, was geht? Jetzt Kanal auf YouTube! Und Leute, heute zeige ich euch die safeste Route, beziehungsweise die beste Route, die in Fortnite gehen könnte. Also einer der besten. Die habe ich jetzt selber, was heißt herausgefunden, sage ich mal, erstellt, gemacht. Also das ist meine Route, die ich hauptsächlich gehen werde. Das Ding ist, ihr müsst aber auf kleine paar Details achten. Vielleicht werde ich auch ein bisschen umändern, bin ich euch ehrlich. Aber wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt es in die Kommentare, ob ich euch noch mehr Routen zeigen soll. Oh mein Gott, da ist ein Lama. Aber wir können nicht auf das Lama gehen, denn wir müssen unsere Route gehen, deswegen gehen wir nicht das Lama holen. Oh mein Gott, das Lama wird schon nice, oder? Egal. Ich hatte jetzt kurz mit Maus und Keyboard, weil ihr müsst 50-50 dafür, wenn ihr Pech habt. Landet hier jemand mit? Weil es landet zwar niemand Misty, aber wir geben nicht Misty, Leute, weil ich zeig euch meine Route. Bei uns kommt jemand mit, theoretisch könnte man jetzt Misty gehen, aber wegen meiner Route geht man eben halt nicht Misty. Guck mal, wir fragen erstmal den Bot, ob hier irgendwo in der Nähe ein Gegner ist. Oh, es geht doch jemand Misty anscheinend. So. So, Leute, was ihr macht, ihr öffnet einfach diese Chest. Dann farmt ihr euch hier ein paar Mets. Ihr könnt das auch alles in Arena, in Cups, was auch immer benutzen. Das mache ich eigentlich voll auf den Cups. Also die Route werde ich jetzt öfters gehen, in Solos vor allem. Und zwar, ihr farmt einfach ein paar Mets und so. Dann guckt ihr, ob hier, ihr hört es beim Vorbeilaufen, ob hier eine Chest spawnt. Ja, hier spawnt eine Chest. Dann könnt ihr ganz oben den Boden einfach abbauen. Wie man sieht, habe ich schon einfach jetzt schon 200 Leben. Wir poppen einfach beide Biggies, weil wir werden gleich wieder Blue Life wahrscheinlich bekommen. Und entweder geht jetzt hier, geht nicht hier looten, das ist wichtig. Entweder geht jetzt hier rechts lang oder hier oben links, weil ihr müsst drauf am Anfang, das habe ich jetzt gemacht, ihr müsst am Anfang gucken, ob da jemand landet. Wenn da jemand landet, dann geht da bloß nicht hin, weil sonst werdet ihr von dem Gegner meistens einfach nur geschüttet, weil ihr meistens nicht so einen krassen Loot habt wie ich jetzt. Das ist jetzt ein Sonderfall, dass ich so gut Loot schon am Anfang habe. Meistens müsst ihr hier unten rechts lang, aber wenn ihr hier seht, hier oben landet niemand. Das ist sehr gut, weil hier farmt ihr euch euer Metal voll. Das mache ich jetzt zwar nicht, weil man in Arena viel schneller farmen kann. Und in Arena kann man sich hier bis zu 500 Metall voll farmen, Leute, vertraut mir. Und zwar, aber ihr müsst es nicht machen. Wenn ihr euch 200, 300 Metall reicht, dann macht es einfach so. Ihr müsst hier einfach immer die Wände und so alles abbauen. Ich glaube, in Arena seid ihr damit full Metz. Und zwar baut ihr einfach das alles ab. Baut ihr hier alles ab. Alles abbauen, Leute. Sonst kriegt ihr nicht die 500 Metz bauen. So, dieses Building baut ihr komplett ab. Nehmt immer diese Kistenteile hier mit. Wenn ihr full Metal kommen wollt, baut das ja alles ab, Leute. Guck mal, ich habe jetzt schon ein Ding. In Arena kriegt man gefühlt das Doppelte an Metz. Deswegen finde ich das, aber das, man kriegt fast das Doppelte, Leute. Deswegen baut diese Teile ab. Das mache ich jetzt nicht, weil ich euch meine Route zeigen will. Das Problem ist, ihr werdet oft nicht die Zone bekommen. Das sage ich euch. Also, was heißt oft? Ihr werdet meistens nicht die Zone bekommen, weil das halt ganz am Rand der Map ist. Deswegen müsst ihr das, wenn ihr hier oben halt niemand gelandet ist und ihr da lang geht, dann müsst ihr es auch schnell machen. Macht euch nicht immer Full Metz, wenn ihr. Ich könnte das jetzt zum Beispiel machen, weil ich habe halt Zone. Weil das Wichtige ist jetzt, wir gehen jetzt hier runter. Wir können jetzt hier noch die Chest mitnehmen. Wichtig ist auch, dass da oben auch Kisten spawnen können. Deswegen achtet immer drauf. Sonst nimmt auch immer, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Medkit. Wenn ihr nicht die Sonne habt, nimmt immer ein Medkit mit, Leute. Weil kann sein, dass ihr ein bisschen Storm tanken müsst. So, dann, wenn ihr, je nachdem, ob ihr jetzt Zone habt oder schlecht Loot. Ich würde das jetzt nicht machen, aber ich habe halt, würde euch das halt zeigen. Ich würde das jetzt nicht machen, weil ich ganz okay Loot habe. Wenn ihr schlecht Loot habt, nachdem ihr von da gekommen seid, lootet ihr halt hier. Weil meistens landet ja eigentlich auch niemand. Weil hier können, glaube ich, auch bis zu 3 Chests spawnen. Ich höre auch 3 Kisten eigentlich. Okay, dann spawnt hier oben noch eine Chest. Jetzt habe ich schon 2 Medkits. Und hier spawnt die nächste andere Chest. So, oh. Leute, wenn ihr eine Harpune findet, ganz wichtig, ihr müsst die Harpune mitnehmen. Auch oder eine Angel, weil eine Angel kriegen wir zwar da hinten. Aber mit einer Harpune geht alles viel schneller und das wird euch so viel Time saven. So, guck mal, ich habe jetzt schon richtig gut Metz, obwohl ich kaum was gemacht habe, sagen wir mal so. Das ist halt eine Route, wo man komplett safe geht, deswegen heute nicht rum, dass ihr kaum Ding habt, kaum Kills oder so. Das ist halt nur eine safe Route. Wenn ihr wegen Storms jetzt Angst habt, in Cups oder Arena, Scrims, was auch immer, dann geht, versucht irgendwie, wenn ihr da oben auf diesem Mistyberg landet, auf Fitz zu gehen. Weil oft ein Ding welche landen. Oh mein Gott, Digga, weil oft welche in Misty landen. Warum kriegen wir so krass Loot? Ist hier ein Fischspot? Schwören können, hier war ein Fischspot, nice. Guck mal, das meine ich, okay, what the fuck, vom Schneezappler. Jetzt können wir unser Medkit eigentlich auch liegen lassen. What the fuck, was sind Schneezappler? Egal. Ja, in Arena gibt es ja halt nicht, deswegen, das wären dann, glaube ich, ganz normale Flopper, man kriegt ja irgendwie Eiseffekt mit dem. Das krass ist jetzt nicht das, Leute, weil, guck mal,
So, während ich hier vorbeigehe, guck mal, wie viele Fischspots ich finde. Guck mal, das können wir alles mitnehmen. Wenn ihr keinen Platz habt, wirft das erstmal in diese Richtung, weil hier hinten werden gleich richtig viele Fischspots spawnen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Guck mal, ein Riftfisch. Let's go, Digga. Guck mal, das meine ich, Leute, das ist so OP. Ihr werdet hier so viele Sachen bekommen, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. Vor allem, wenn man diese Route auch noch im Duo oder in Trios geht. Ich glaube, in Trios ist jetzt nicht so gut, aber in Duos. Dann könnt ihr halt alle nochmal die Fische mitnehmen, weil, guck mal, ihr werdet sehen, ich habe kaum noch Platz für Fische. Also, ich über die Charge nehme, ich weiß nicht. Das ist jetzt gerade das Problem bei mir. Deswegen ist die Route halt zum Beispiel in Duos auch viel besser als in Solos. In Trios wäre die, glaube ich, jetzt nicht so nice, aber in Duos geht die halt voll klar. Was gut ist diesmal, dass ich Zone habe. Deswegen können wir ganz chillig alles angehen. Ich habe jetzt zwar keine Harpune mehr, aber wie gesagt. Spawnen hier Angeln. Vielleicht krieg ich ja eine Harpune, wenn ich lucky bin. Ne, krieg ich nicht. Ist ja egal. Das Ding ist, Leute, manchmal spawnt ihr einen Hai, von dem müsst ihr aufpassen. Spawnt oft ein Hai. Den könnt ihr auch natürlich killen, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr halt angelt und ein Hai kommt, Digga, dann habt ihr halt verkackt, weil der wird euch dann, könnt ihr eure Angelspots nicht angeln. Das Ding ist jetzt, wenn ihr nach diesen ganzen Fischspots, die ich jetzt zum Beispiel genommen habe, immer noch nicht, was heißt glücklich genug, wenn ihr immer noch denkt, ah, ich habe zu wenig Fische, dann, warte, wir angeln mal erstmal die Sachen hier weg. Wenn ihr immer noch denkt, ich habe zu wenig Fische danach, dann geht einfach, ihr könnt zum Beispiel, ich habe jetzt richtig gut Fische, ich werde nicht mehr weiter angeln, dann könnt ihr einfach hier rechts dann Richtung Slurpee gehen, einfach hier werden richtig viele Fischspots oder hier nach, zu dieser Seite. Auf dem Weg werden richtig viele Fischspots spawnen, deswegen. Aber bin halt komplett full mit Fischen, ich brauche nicht mehr. Und ja, guck mal, ich habe zwei Riftfische, das ist so free eigentlich jetzt schon. Im schlimmsten Fall könnt ihr auch. Leute, das Ding ist, wenn jetzt Zone zum Beispiel hier wäre und ihr habt zwei Riftfische, könnt ihr einmal riften. Dann seid ihr auch wieder easy in Zone, deswegen könnt ihr auch immer Storm tanken, Leute, trust me. Das Problem ist manchmal, werden hier welche landen oder da ganz unten, was auch immer. Wenn ihr welche landet, ihr müsst die fighten, außer ihr denkt, ihr habt okay, nur die müsst ihr nicht fighten, aber am besten geht ihr die fighten, damit ihr die ganzen Fische habt, weil sonst haben die ganzen Riftfische und sowas. Ihr werdet auch zwar ein paar Runden haben, wo ihr unlucky seid und keine Fische bekommt, also keine Riftfische und zwar nur Flopper oder irgendwie nur Waffen ziehen werdet, aber ihr werdet immer was, irgendwas Gutes werdet ihr immer ziehen bei genug Fischspots, weil da spawnen immer irgendwie mindestens 4-5 Fischspots. Da können, glaube ich, bis zu 10 Stück spawnen, deswegen spawnen da irgendwie immer 4-5 Stück, Leute, trust me. So, guck mal, Zone ist zwar nicht weit, aber wir könnten eigentlich einmal riften. Aber, nee, kein Bock. Guck mal, ich geh jetzt ein paar Gegner pushen, weil sonst wird das ja Video zu langweilig. Deswegen poppen wir 0 Punkte. Wir gehen jetzt einfach ein paar Gegner pushen. Und ja, Leute, das war eigentlich die komplette Route. Danach könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Am besten mutiert ihr in Zone, dies, das. Und ihr könnt eigentlich auch immer krassen Loot bekommen. Guck mal. So, Leute, dieser Nullpunkt-Fisch bringt mir jetzt im Public nicht so viel, deswegen poppe ich den jetzt einfach. Und ich stattdessen den Biggie mit, weil falls ich low gemacht werde, kann ich direkt den Schildfisch poppen und danach den Biggie. Digga, was wollen die? Guck mal, noch ein Riftfisch, what the fuck? Ah, ich glaube, das Lama wurde genommen, shit. Man kann nur zwei Riftfische stacken, Leute, deswegen. Was ist da noch ein Riftfisch? Warte mal. Wir machen einfach den. Wir nehmen einfach vier Riftfische haben wir jetzt. Also wir werden jetzt einen poppen, aber. Leute, von Riftfischen kann man nie genug haben, ne? Okay, wo sind Gegner? Bruder. Da musst du auch ein bisschen mehr können, ne? Wie viele Schildfische sind das? Drei, easy. Warum hat jeder so viele Flopper? Oha, wir haben gefühlt morgen Spaß in der Lobby, Kappa. Mein Kill, Bruder. Der,
Was? Ich fast noch geholt, Digga, weil ich ihn nicht gesehen habe. Was macht der? Der ist Peace Control Artox, Digga. Digga, was ist das für ein Cringe-Name, Digga? Digga, das ist echt cringe, dass du so heißt, Digga. Deswegen müssen wir dich erstmal L-dancen. Peace Control Artox, Digga. Der denkt kurz, der wäre ein TikToker oder so. Ich zeig dir jetzt Peace Control. Guck, du machst den. Machst du den, dann machst du den. Dann hast du Peace Control. Fuck, der war one top. Ja, der connected den einfach wieder. Ja, das sind alles, die bauen um ihre Mutters Ehre. Guck mal, cut das nicht rein. Ja, die bauen um keine Ahnung was, aber sterben dann trotzdem. What the fuck, weil die kein Aim haben und zu losten. Nein, wäre ich bis heute nach vorne gekommen. Bruder. Digga, was macht er denn? Das wollte ich nicht. What the fuck is happening? Ja, ich will jetzt nicht an ihm sterben. Ja, ich wollte den Clip mal was scheiß drauf. Ja, GG, Digga. GGs. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wie gesagt, Leute, eine safe Route. Ich bin jetzt am Ende aber trotzdem ein bisschen pushen gegangen, weil sonst wäre das Video ja langweilig geworden. Und es war eh nur Public und keine Arena, keiner oder ein Cup, was weiß ich. Also das war's auf jeden Fall. Haut rein. Wenn ihr mehr Routen sehen wollt, lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Haut rein. Tschö mit Ö.